Es gibt noch einen Teil 2 davon, das hier. Heute geht es mal um das Thema Location für eine eventuelle Staffel 2. Wo machen wir das Ganze? Wir sind auf der Suche nach Kontaktpersonen, die... Okay, ich starte einfach Einen Tag später, beim Schreiben auf Instagram auf dem Klo, hat sich Fritz zurückgemeldet. Danach hat Max angerufen und es ging los. Ich glaube, es muss wieder dieser Abfuck sein. Es muss wind, regnerisch, kalt sein. Ich sehe auch eher sowas wie da Kanada. Fritz und Jungs hatten so die Ideen, ja, man könnte ja was in Alaska oder in Kanada machen. Und da kam von uns einfach dann so der Appell, so Jungs, wenn ihr das in Kanada oder in Alaska macht, das ist ein Wald, das ist zwar in Kanada, aber der sieht genauso aus wie in Schweden. Ihr braucht irgendwie was mit mehr Dampf, ihr braucht irgendwie was anderes, ihr braucht irgendwie Tropen. Stopp, warum stopp? Hier 2 Stunden warten, bis man streamt? Heieieiei, Chat, ihr sagt mir, guckt das nächste Video an und ihr seid jetzt dabei, schau dir das heute nicht an. Ihr müsst euch entscheiden. Das ist hier Teil 1? So, Freunde, schon, ne? Herzlich willkommen vom Meer. Und zwar werde ich ein bisschen was erzählen, was so demnächst ansteht. Es ist ein großes, großes Projekt geplant. Wenn ich das größte Projekt... Ja, komm, wo geht's wirklich los? Ach Gott, meinetwegen. Ja, es ist das größte Projekt, was jemals auf meinem Kanal gab. Wow, viele Aufrufe, also gutes Video. Er macht eine richtige Show da drauf. Wow, das muss ein gutes Video sein. Ich hätte nicht gedacht, dass das so spannend ist. Unfassbar geil. Fuck, wie kann man so dumm sein? Hyped, Bock, Angriff. Das hier ist Folge 1 einer 10-teiligen Serie, welche die Planung und Produktion der 2. Staffel 7 vs. Wild begleitet. Lass gern ein kostenloses Abo da, um die weiteren 9 Folgen nicht zu verpassen. Um aber überhaupt verstehen zu können, wie wir hier hingekommen sind, müssen wir ganz vorne anfangen. Wo sind wir? In Lingen. Wir sind Johannes und Max und wir sind die Hauptverantwortlichen und Produzenten für Seven vs. Wild. Die Idee für Seven vs. Danke, Wild Smash und Herr kam Binnager. Über mehrere Stationen, über mehrere Danke, Jahre von dem ersten Brainstorming, was man machen könnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo Fritz eine Anfrage bekommen hat vom TV, wo sie ihn haben wollten für eine Survival-Sendung, die ein ähnliches Konzept hatte. Und wir haben dann zu Fritz gesagt, pass auf Fritz, wir könnten das auch alles selbstständig machen, 100% Kontrolle darüber, wie es wird, was wir... Was? Er hat eine Anfrage bekommen für den Fernseher, die haben ihn auf eine Idee gebracht und dann hat er es einfach selber gemacht? Das based. Wir wollen, was wir nicht wollen und dann eben umgemünzt auf YouTube und nicht fürs Fernsehen. Ja. Das haben wir dann gemacht. Und weil Fernsehen ja auch scheiße heißt ist. Das Projekt aktuell, mal sehen, ob es bei dem Namen bleibt, das ist der Arbeitstitel aktuell, Seven vs. Wild. Wir haben uns entschieden, die erste Staffel zu produzieren, aber dann standen wir vor der Frage, wie setzen wir das um und mit wem setzen wir das um? Dann lass mal quatschen. Außerdem, die tun gerade so, als wenn das irgendwie eine originelle Idee ist oder so, Chat. Es gibt ein amerikanisches Vorbild, Into the Wild, und das gibt es auch schon ein bisschen länger als Seven vs. Wild. Also es hat fast sogar den gleichen Namen, just saying. Also, wie wir das machen und im Endeffekt, ja, war das wirklich eher so ein Ding mit Kumpels und wen könnten wir einladen, wen kennen wir. Also das war halt wirklich ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das in einem Kreis drehen von Leuten, die wir persönlich einfach schon kennen. Das war niemals so geplant als eine krasse Produktion, wo wir super, super viele Leute ranholen, weil wir aber auch einfach nicht die Kohle hatten. Ne? Also das musst du dir auch vorstellen. Wir hatten super, super enges Budget und wir wussten quasi, bis es ausgestrahlt wurde, nicht, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Wir sind ja eine Gang. Also wir machen ja schon immer irgendwie zusammen geilen Scheiß. Und wenn Fritz fragt, ey, hast du Bock mal 7 Tage dich auszusetzen, sagst du, ja klar, kein Problem, wann und wo geht los? Ich habe halt eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht von Fritz bekommen und meinte so, ja, ich habe hier so eine Idee und such da gerade nach Leuten, hättest du da Bock drauf? So ein paar Freunde denken sich so, okay, wir drehen mal wieder ein Video mit Fritz, okay, diesmal ein bisschen länger, 7 Tage Schweden, let's go. Im Endeffekt war es dann so, dass quasi das Team, wie auch die Teilnehmer, halt aus Freunden und Bekannten bestanden hat. Ja, das hat ein ganz besonderes Feeling gehabt, das muss ich wirklich lassen. Das allererste Seven vs. Wild hatte so eine richtig schöne freundschaftliche Harmonie. Das war richtig angenehm anzusehen. Das wurde aber auch ganz anders inszeniert als jetzt gerade eben die Aussetzung, die wir uns angesehen haben.
weil wir halt wussten, auf die können wir bauen. Die sind zu dem Zeitpunkt an dem Ort, wo wir sie brauchen, und die bringen das Know-how mit. Ist ein größeres Projekt, ja, da müssen alle an einem Strang ziehen, aber ich würde es hart feiern. So, und dann nimmt man sich einfach mal dann 10 Tage Zeit, fährt runter nach Schweden, macht irgendwie ein kleines Basiscamp und dann geht das da 7 Tage rein in die Wildnis. Let's go. Bommel schreibt gerade hier schon erst dabei. Naja, ich finde die Idee geil. Also der Entschluss steht, wir wollen das Ganze produzieren, und dann ist natürlich die große Frage auch für uns, was kostet das denn überhaupt? Natürlich kannst du sagen, ja, okay, jeder braucht 2 GoPros, dann braucht jeder das. So, dann kommst du auf irgendeine Summe. Die stimmt aber nie. Und die stimmt bei weitem nicht. Egal, was du vorher kalkulierst, es kommen immer Kosten dazu, die hast du nicht einberechnet. Und auf einmal liegst du 20, 30, 40, 50.000 Euro über dem, was du kalkuliert hast. Da kann so viel schief gehen, da brauchst du im Prinzip einen guten 5-stelligen Puffer alleine. Ja, ist auch, ich meine, wenn da wirklich jemand stirbt, dann ist das alles noch viel teurer als, ich sag mal, wisst ihr, ich meine, allein diese ganzen Rettungsmaßnahmen und so, kostet bestimmt einiges. Damit du so ein Projekt umsetzen kannst. Und damit euch genau das nicht passiert, gibt es Finanzguru, die Freunde können alle eure Konten an, seht ihr aber heimlich wichtig, komplett registriert und ein Projekt. Nö. Ey, Jungs, das könnt ihr nicht bringen. Das könnt ihr nicht machen. Es ist unverantwortlich, da geht euch jemand drauf, ihr seid euer Leben lang unglücklich, macht's nicht. Es gibt einen guten Grund, warum das noch niemand gemacht hat. Oh. Ich will nie abbrechen, Mann. Fuck, wie kann man so dumm sein? Warum schüttel ich an dem scheiß Baum? Die ganze Höhle war ja voller Rauch. Ich hatte jede Nacht Sorge, dass ich quasi eine Vergiftung... Das war auch echt, das war ungelogen. Ich hatte so Mitgefühl mit dem. Das war auch der mit den Kindern und so. Und gleichzeitig der, glaube ich, nur ein Item mitgenommen hatte, das Messer oder so. Ich habe seinen Namen vergessen. Das war richtig cool anzusehen. Das war schon... Fabio, genau, danke. Eine Aufgabe, sag ich mal so. der Rechtsanwalt. Szenarien sich zu überlegen, was könnte alles passieren. Und wenn dann trotzdem etwas passiert, was man auch bei gründlicher Prüfung nicht hätte vorhersehen können, ja, dann ist das eben Schicksal. Die mussten sich selbst darüber im Klaren sein, worauf sie sich eigentlich einließen. Übrigens, was da geblieben ist, ich kann es mal kurz zeigen, ist eine kleine Narbe. Ich glaube, durch unseren Kontakt zu den Outdoor-YouTubern haben wir so ein bisschen dieses Gefühl von etwas echt machen und sich wirklich durchbeißen und das nicht zu faken, weil der Weg ist zu faken, ist super, super leicht. Also deswegen sind auch fast alle Survival-Shows gefaked. Fast alle Formate auf YouTube sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise gescriptet, gefaked. Ja, selbst DayZ-Videos, Chat. Fast alle DayZ-Videos, die in 2022 released werden von großen Newcomer-englischen Leuten und so, sind von vorn bis hin gescriptet. Aber das lieben alle Zuschauer. Die lieben das. Damit man das, was dabei rauskommt, irgendwie vorhersehen kann. Wir konstruieren ein Konstrukt, da schmeißen wir die Leute rein, dann wird gefilmt und das, was passiert, passiert. Das waren einfach GoPros, so funktioniert eine GoPro, geht mal da raus, filmt mal, was euch passiert und dann gucken wir mal. Unser Anspruch war dann eben auch, weil wir diese Leute aus dem Autobereich kennen, die wirklich rausgehen, wirklich sich in extreme Situationen begeben, das auch eben in echt zu machen. Das war unser Anspruch und das haben wir auch gemacht. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Als die Staffel abgedreht war... Das ist ein cooles Bild. ist uns allen, glaube ich, ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Die Freude war groß bei den Teilnehmern, die Euphorie, bei dem ganzen Team. Es war schon irgendwie geil. Wir hatten ein sehr gutes Gefühl, nachdem wir das abgedreht hatten. Max hatte ein sehr gutes Gefühl. Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann... im Nachhinein hauptverantwortlich war für den Schnitt des Ganzen. Und ich wusste noch nicht so richtig, funktioniert das Zusammensetzen. Also das ist die eine Sache, wenn die Leute erzählen, ich habe coole Sachen gemacht. Die andere Sache ist, funktioniert das am Ende im Schnitt? Wird das rund? Versteht man das als Zuschauer? Haben die Leute gut moderiert? Ich bin immer noch dafür, oder ich bin immer noch davon überzeugt, Chat, dass wenn in Seven Wars Wild Staffel 1 Fritz für die Fackel, die keine Fackel war, keine Punkte bekommen hätte, wäre die ganze Serie interessanter gewesen. Okay, weiter. Man kann im Prinzip sagen, wenn das Ganze abgedreht ist, dann ist eigentlich so von der Arbeit vielleicht ein Drittel gepackt. Das ist nicht so, als wäre das Ding dann fertig, leider. Also du hast dann vielleicht ein Drittel und dann beginnen wirklich Tage und Wochen, wo du dich durchkämpfst. Das ist teilweise, als würdest du da in Honig schwimmen, weil das so zäh ist, so lang dauert. Teilweise sind die Folgen erst fertig geworden am Tag der Veröffentlichung. Und trotzdem waren die Folgen bei weitem nicht perfekt. Johannes hat sich einfach 3 Monate eingeschlossen.
Der hat dann ich habe die Behausung gesehen, das war einfach nur ein Rechner, Boxen, alles Molton, also alles dunkel. Und da hat er drin gesessen. Der war reif für die Klapse danach, aber er hat durchgezogen. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als die erste Folge online ging. Und ich war gerade auf einer Party und ich bin nicht von meinem Handy weggekommen. Ich habe halt die ganze Zeit aktualisiert. Wie sind die Echtzeitaufrufe? Wie kommt das an? Kommt das besser an als ein normales Video? Das wäre ja schon mal ein Indikator. Und tatsächlich, also die Klickzahlen von der ersten Folge, die noch nicht so gigantisch waren wie die anderen Folgen, waren schon mäßig Kinnlade runtergefallen, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe, wie ein Video so krank durch die Decke gehen kann. Und nicht nur dieses, sondern auch alle folgenden Videos der Staffel gehen durch die Decke. Durchschnittlich erreichen die Videos 4,8 Millionen Views. Ja, okay, cool. Heilige Scheiße, Alter. Ist ein Video nur gut, wenn es 4,8 Millionen Aufrufe hat und dann ist es besonders gut, ja? Warum? Weil es sich verkaufen lässt oder weil es wirklich interessant ist? Come on, bruh. Die anderen Videos genau von dir sind auch interessant, auch wenn sie nicht 4 Millionen Aufrufe haben. Und sie vielleicht so sogar interessanter. Das ist ja doch schon viral geht und nicht nur eine Folge, sondern eine komplette Serie. Ich hasse diese Statistikfickerei. Angelogen, Alter. Serie. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Das ist das erste. Hey, Munasim wäre auf jeden Fall viel. Bin ich heute so erfolgreich wie gestern? Schnell, guckt auf meine Zuschauerzahlen und schnell, ich gucke auf meine durchschnittlichen Abonnentenzahlen. Wenn so erfolgreich wird, zweitens so viel Publik bekommt und so viel Zuspruch und vor allen Dingen auch so viele Fans hervorruft, hätte ich niemals gedacht. Das hat ja Wellen geschlagen, die gingen ja über YouTube hinaus. Meine Großeltern haben es geguckt. Es hat einfach alles gebumst so. Staffel 1 hat sehr, sehr gut funktioniert. Viel, viel besser, als wir erwartet haben. Und deswegen kam dann auch relativ zügig Anfang diesen Jahres die Entscheidung, okay, wir wollen die Staffel 2. Und allen war klar, wir wollen auf einen anderen Kontinent. Wir wollen Extreme. Und ich glaube, das haben wir gefunden. Ich mach mit, Freunde! The pressure is on. Ich bin dabei! Der will sich das geben? Dann die Regeln natürlich ganz klar verschärft, ne? Ich bin excited, ich bin dabei. Ich freue mich extrem. Es ist jetzt nicht mehr das Schweden, das Bekannte. Ich bin der siebte Kandidat bei Samus Mike. Staffel 2 wird wild. Komm her, Dschungel! Jetzt haben ja nicht alle 7 Gegenstände dabei. Komplett anders und, ich glaube, das kann man sagen, deutlich, deutlich krasser. Vielleicht bin ich einfach nur dafür, dagegen zu sein oder so, Chat, aber weiter geht's. Die dritte darf ich mir nicht angucken, richtig? Weil sonst kriege ich Ärger.